Ich bin Matthias, das ist Buddy. Und hier wohnen wir seit kurzem mit unserer Familie. Zunächst müsst ihr den Thermostat ganz auf 0 drehen. Dann gibt es an den meisten Heizkörpern unten ein Rücklaufventil. Da ist eine kleine Klappe drauf, die müsst ihr zunächst abschrauben und dann das Rücklaufventil mit so einem Imbusschlüssel schließen. Manche Heizkörper, so wie dieser hier, haben glücklicherweise noch ein weiteres Ventil, über das man ganz einfach dann das Wasser aus dem Heizkörper ablassen kann. In meinem Fall ist das deutlich bequemer, weil hier die Schüssel sehr viel besser drunter passt. Allerdings müsst ihr dabei aufpassen, es spritzt ganz gerne mal ein bisschen. Nun könnt ihr mit einer Rohrzange vorsichtig die Verbindung zum Zulauf und zum Rücklauf trennen. Aber Achtung, auch dabei kann immer noch ein bisschen Wasser rauskommen. Und seid vorsichtig mit der Zange, damit ihr die Gewinde nicht kaputt macht. Nachdem ihr die Verbindung gelöst habt, könnt ihr jetzt den Heizkörper eigentlich aushängen. Die meisten Heizkörper sind mit so einer Federhalterung befestigt, wo manchmal noch eine kleine Feststellschraube dran ist. Die könnt ihr lösen, dann die Federhalterung nach oben abziehen und den Heizkörper dann von der Wand nehmen. Aber auch da immer noch gucken, ein bisschen Flüssigkeit ist immer noch drin. Bleibt der Heizkörper für einen längeren Zeitraum demontiert, bietet es sich auf jeden Fall an, den Zulauf und den Rücklauf nochmal mit entsprechenden Kappen und passenden Dichtungsringen wirklich zu verschließen, weil gerade wenn ihr nach wie vor heizt, kann es sein, dass hier immer noch Wasser austritt, weil auch das Thermostat nicht komplett hundertprozentig schließt. Wichtig ist, besorgt eben entsprechende Dichtungsringe, die höhere Temperaturen aushalten und die passenden Kappen, in meinem Fall waren das 3/4 Zoll Kappen. Und noch ein letzter kleiner Tipp, manchmal kann es sein, die Gewinde hier sind sehr kurz, sodass die Kappe gar nicht komplett abschließt und rauf geht oder die Kappe einen Tick zu groß ist. Deswegen bietet sich es, wie hier in meinem Fall an, ihr seht es gerade, dass man 2 Dichtungsringe einsetzt, so dass das Ganze dann wirklich dicht schließt. Auch hier wieder besondere Vorsicht. Zieht es im besten Fall nur handfest an oder mit einem Rohrzange ganz leicht, sodass ihr das Gewinde am Ende nicht kaputt macht. Das war auch schon der kurze Tipp. Wenn euch das geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert gerne meinen Kanal und ich wünsche euch viel Spaß beim Heimwerken.